Ein Helfer für die Döner-Community. Nein, es ist eine Bereicherung für die Menschheit. Nee, für die Döner-Community. Nein, es ist eine Bereicherung für die Menschheit. Sieh es ein. Okay, ich sehe es ein. Wie oft frisst du eigentlich Döner? Nicht oft. Jeden zweiten Donnerstag in nicht oft. Mittagspause in der Schule und manchmal mittwochs abwechselnd entweder Currywurst oder dann in der Stadt ein Döner. Ich jeden Dienstag, weil ich es kann. Okay. Weißt du, ich kaufe meinen immer in der Stadt bei Topkapi. Topkapi? Ja, heißen so. Kok. Topkapi, nicht Kokkapi. Wir führen hier Privatgespräche. Das ist übrigens awesome Form von Commentary. Total. Weißt du, der Döner bei FS ist nicht so gut und deshalb... Ja, das ist vielleicht meine persönliche Meinung, aber es ist wirklich so. FS Döner ist halt nicht... Kommt nicht halt nicht an den Topkapi ran. Also an all die Gelsenkirchener, die... Das Geilste ist ja, wenn du so hingehst, mit alles, erst so im türkischen Akzent, mit alles, aber eigentlich brauchst du einen Umlaut drin, weil, wie du ja gesagt hast, naja, egal. Mit Ü. Ja. Mit alles. Mit alles. Ja, erst was sagst du, mit alles. Und dann, ja, kein Blaukraut, weil die Idioten wollen Blaukraut auf die Döner hauen, was ist das? Du musst ganz rechts. Ich erkenne das Muster. Ganz links. Ja, stimmt. Ah. Geil. Ha. Wo war ich gerade? Ich habe die Faden volle Kanne verloren. Du warst bei, mit alles, ja genau, mit alles. Die wollen ja Blaukraut auf den Dönerhaut. Sagst du, nee, ohne Blaukraut und nicht scharf. Und dann, okay, mit Blaukraut und scharf. Und dann haut ihr den Blaukraut und scharf drauf verbindet. Ich schon. Es gibt bei euch auf dem Döner Blaukraut? Ja. What? Und dann sagst du extra, ohne Blaukraut, wow, Skill. Nein. Ja. Nein. Hi. Sagst du extra, ohne Blaukraut und nicht scharf, und dann haut ihr die Blaukraut drauf und scharf. Wo fliege ich hin? Wieso fragt er dann, wenn ich nichts sage, versteht das Wort nicht? Offensichtlich. Den kann ich doch weghauen, oder? Ja, gut. Ja, halt so. Dann fragt er dich. Ja, ich glaub's auch. Wieso fragt? Warum fragen? Ist es falsch? Ich kenn's so, dass man das Fragen ausspricht. Man wird gefragt. Ja, schon, aber wenn du sagst, warum fragt er dann? Das stimmt schon. Warum hat er dann gefragt, tun tut? Weil Bowser nach Scheiße stinkt und letztendlich irgendwie nicht gehört. Gehört! Richtig. Ohne Fäkalsprache würde hier sehr viel piepsen. Aber das wollen wir ja nicht. Wir wollen das ja uncut lassen. Ja, uncut ist immer cool. Ich glaube, ich lade 2 Versionen hoch. Ja! So eine, die darf jeder sehen und der Rest nur so ab 18. Das ist total sinnlos, aber. Ich meine, warum nicht, ne? Das ist doch schwarz. Was für die Disco-Gruppe Shell da? Das ist voll unfair. Hey, warum kackst du da? Ich weiß es nicht. Wow! What's up? Wowie. Nee, jetzt ist es nicht dein Ernst. Hey. Ich hab's nicht nur noch 17 Leben. Wie viele Bonus-Scans hast du schon hinter dir in dem ganzen Run? Zu viele. Ich hab zu viele. Aber es weiß ja keiner. Achso, Bonus-Games hier mit den Sternen, mit den gesammelten. Ja. Zu wenige. Hä, soll ich da runter? Nee, ich glaube ja nicht. Hä? Den Pilz krieg ich sowieso nicht mehr, den kann ich mir in den Wind schreiben. Man kann es auch so ausdrücken. Der versenkt dich schon nicht, keine Sorge. Ja, man weiß ja nie. Ja, es gibt manchmal so Situationen, da kommt man gar nicht mehr raus.
Es gibt Situationen, da passiert sowas. Dieses Amen, das ist echt schlimm. Weißt du, die zielen extra auf dich und rennen dann auf dich los und dann. Bam. Übrigens, wusstest du, kann der LP bald auch. Sexy. Das war jetzt nicht wirklich Skill oder so, was ich gemacht habe. Überhaupt nicht. Es war logisches Denken und praktische Anwendung in High Definition. Kannst du einen Shell Jump? Ja, kann ich. Soll ich mal ein bisschen tricksen? Ja, du. Shell Jump. Jump mit Shell. Okay, der war aber nicht witzig, also. Blöd, ne? Nee, ich hatte eh nicht. Ach nee, stimmt, dafür braucht man Yoshi. Ich vergaß. Halt, stopp, da gibt's doch irgendwo eine Feder. Hier gibt's eine Feder. So. Du bist doch scheiße. LOL. Ich habe nichts gesagt. Woher weißt du das? Woher wissen die anderen das? Nee, das hab ich neulich selber rausgefunden. Also was heißt neulich? Letztes Mal, als ich durchgespielt habe und hier den Secret Exit gesucht habe. Ja, in diesem Level gibt's einen. Stieß ich da zufällig drauf und dann. Nee, stieß und dann. Stieß? Hab ich mich in Schnitzel gefreut, weil ich wusste, ja, da gibt's eine Feder. Kannst mal sehen. Kann ich mal sehen. Kannst du mal sehen. Darüber lässt sich natürlich ein bisschen streiten, aber. Ich glaube, als kleines Kind hätte ich Albträume gekriegt, wenn ich das gespielt hätte. Schau dir das mal an, hey, du wirst von allen Seiten zerquetscht. Das ist krass. Na, ich habe davon fast Albträume bekommen. Weißt du, wie schlimm das war, wie oft ich in Special World verreckt bin? Mm. Was denn? Das ist ein Spiel, was Albträume verursacht. Ja, ja, definitiv. Ja. Guck mal, du bist hier im völlig engen Raum. Stell dir vor, du wärst klaustrophob. Was Luigi ja bekanntlich ist. Stell dir vor, Mario hieße Klaus. Super Klaus World. Müsste man sich vorstellen. Nee, du, das lassen wir mal lieber. Hans und Klaus. Lieber auf. Hast recht. Wenn ich da war, hast du immer verloren. Wie lange hänge ich schon in diesem Level? Ja, es liegt einzig und allein an diesem blöden Layer 2. Uiuiui. Ui. Das war nicht knapp oder so. Schlimmer als Scrolling. Richtig. Hm, den Teil mag ich auch nicht. Gosh. Warte, ging da oben nicht irgendwas lang? Kann es sein? Ja, ich hab's gefunden. Habe ich mich richtig erinnert. Sag nichts. Bitte, sag nichts. Ist eine Abkürzung oder einfach nur dumm? Ich bin mir nicht sicher, ob wenn man dieses Schloss macht, man direkt ins Schloss 7 kommt. Nee, man kommt in dieses extra Scheißschloss da rechts. Ah ja, stimmt, in den Hintereingang. Dann bist du schnell bei Bowser. Stimmt. Aber das Schloss schaffe ich nicht, dafür bin ich doch viel zu blöd. Ich glaube, du musst rennen. Oh Gott. Ja, ich hätte vorher Anlauf genommen. Nee, du, das passt schon. Ja, stimmt. Aber die haben auch einen Wumms drauf. Ha, ordentlich. Ich würde noch warten. Ich kam, sah und starb an Stacheln. Fick dich. Ich glaube kaum, dass das jemand in diesem LP sehen will. Ich meine den blöden. Den blöden, der gerade gestorben ist. Genau, das meine ich. Wowie, wowie. Wowie, wowie. Oh, der hier hat auch einen fetten Wumms. Ja, du. Wollte ich mal gesagt haben, mein Freund.
Kann sein, dass du dir hier ein bisschen öfter begegnen wirst. Stirb. Psst. Dafür mühe ich mich ab, dann darfst du zu Bowser rennen. Ja, ich glaube, das schaffe ich dann auch noch, oder? Ich habe vollstes Vertrauen in dich. Naja, eigentlich nicht, aber ich wollte irgendwas Aufmunterndes sagen. Hast es aber dann verkackt. Richtig. Bams. Ui, ui, ui. Hi. Wowie, wowie. Ja, das hast du nicht gesehen oder so? Ich habe eine Aufnahme, nee, die hast du, aber egal. Ach, scheiße, stimmt. Jetzt wird's unschön. Ja. Das ja ist, so geht's natürlich auch. Das ist eine sichere. Ja, beste Lösung. Bist du auch gar nicht erst abgesprungen, nachdem du eine Millisekunde später gestorben wärst oder so? Eigentlich nein, nein. Nein, das tue ich doch nicht. Ich habe die Sprungtaste gedrückt, ich fühle mich voll cool. Ich nicht so wie ein paar Mal vorhin, wo das nicht ganz geglückt ist. Oh mein Kack. Du bist so schwarz. Warum sagst du so Müll? Sieht so schlimm aus. Wow. Der hat's wieder drauf. Ich könnte dazu jetzt voll was sagen, aber... Sag's lieber nicht. Der sucht's Loch noch. Ich komm da nicht rüber. Ey, wie soll das gehen? Wowie. Sprite Limit. Ich hab's voll gemerkt. Sind zwar nur diese paar Dinge, aber Sprite Limit hat mich sowas von. Das schaffst du nicht. So, ich muss jetzt nur. War das knapp? Ich schieb dir gleich dann knapp sonst wohin. Ja, der hat gerade Feuerball abgeschossen, wo du Digger voll unten drauf gesprungen bist. Schon mal daran gedacht, dass das alles geplant war? Scheiße. Da hast du falsch gedenkt. Ich hab's Gefühl. Also ich Backdoor. Denke ja, dass wir jetzt bald durch sind, beziehungsweise du. Was geht? Ich sag mal so, wir hätten sogar schon vor einer Stunde Bowser besiegen können. Du kennst ja meinen Geheimweg. Nein, Marshall, aus. Jetzt ist eh zu spät. Und auf Ninji draufhüpfen? Ja. Du bist so ein Held. Oh Gott, was soll das denn? Du spring einfach richtig rüber. Das passt schon. Ach so. Ja. Ich kenne die Backdoor. Was eigentlich nur der Endteil des normalen Wegs ist. Was meinst du, wann verreckst du bei Bowser? Warum frage ich? Du bist schuld! Mein Sohn, du bist so schlecht. Nein! Scheiße. Voll konzentriert, gell, voll ohne irgendwas zu sagen und dann, was glaubst du, wann du schläfst? Bam, tot! Ich weiß, ich bin so schlecht. Hoppla! Zieh dich. Wow! Ich mach einfach viel zu viel random Shit bei dem Spiel und das geht immer schief! Kenn ich nur zu gut. Ich find das sehr süß, dass wir zumindest groß werden. Oh mein Gott, der finale Kampf, was soll ich tun? Wie wär's mit Fresse halten und kämpfen? Hi. Ich finde die Farbpaletten von Bowser ein bisschen hässlich. Die hätten ein bisschen giftgrüner machen können, so wie Luigi. Hi. Na, Mami. Bam, ins Face. Hey, nein. Ich meine, hi. Wenn du hüpfst, dann kommt bei mir voll der schiefe Sound. Bei dir auch. Lol. Willst du mich? Haha. Fail. What the? Wie sie rüberschmeißt. Das ist schockierend. Meine Damen und Herren, Sie sehen, wie Master Racer jonglieren anfängt. Fail. Der erste war noch ganz souverän.
Das schaffst du so nicht. Obwohl. Danach war es vorbei. Princess beschmeiß ich ja mit einem Pilz. Ja. Ah Gott. Ist so schwarz. Ich mache irgendwas falsch, merke ich. Schon wieder. Ich brauche nur einen. Wenn ich treffen würde. Digga. Oh, shit. Ey, ich kriege ja voll die Angst. Oh, endlich. So, den brauche ich nicht. So, ich verstecke mich hier jetzt. Ne, ich glaube, hier war sicher. Ja, hier war sicher. Help! Okay. Oh, jetzt wackelt er rum. Der Coole. Der ist geil. Oh Gott. Ich habe den Endfight sogar schon mal gespielt. Also ich habe ja Mario nie durchgespielt, aber das heißt jetzt. Aber ich weiß ja gar nicht. Ich habe, bevor ich Mario durchgespielt habe, in so einem hässlichen Flash-Game den Endfight gespielt. Okay. Man kann auch üben. Setzt ja voraus, dass ich ihn treffe. Ey, hör bloß auf. Wenn ich da reingehen muss, ich schwöre. Ich schwöre. Du schwörst? Ich schwöre, Digga. Ach, scheiße, er schwört. Jetzt bin ich am Arsch. Jetzt schwört er. Jetzt schwört er. Jetzt wird er. Er schwört. Schwör, er schwört? Schwör, Digga. Das ist so ein So, dich brauche ich nicht mehr. So, jetzt wirft ihr wieder Feuer runter. Ich kann mich wieder hier verstecken. Billig! Fall ich auf? Nein. Der Farbunterschied ist nur dezent. Also von dem her. Ja, wenn es so ist. So, jetzt wird's ernst. Oh, jetzt geht's ab. Scheiße. Du stirbst, ich schwör's dir. Na? Auf zu sterben. Ich verliere höchstens. Nein. Na, jetzt hat er mir Ding weggenommen. Definitiv. Den Mecha-Kopper. Du darfst nicht sterben. Nein. Ich muss den nur noch einmal treffen, insofern. Oh Gott. Oh Gott. Nein. Nein, nein, nein. Horrorzustände. Gewonnen. So, meine Damen und Herren, das war's mit Let's Play Super Mario World. War alles für den Arsch, nur wegen dieser hässlichen... Semi-blind für eine Person. Hi. Wir haben gerade Bowser besiegt, sind mit dem Spiel quasi durch. Was uns eigentlich ist noch fehlt, was uns eigentlich noch, fehlt, sind so die Hälfte der Welten, die Special World, die Star Road. Jetzt konnte ich nicht lesen. Das musst du nicht. Oh, geiles Feuerwerk. Sexy. Also, abgesehen davon, dass wir nur das halbe Spiel verpasst haben, war es sehr spannend. Außerdem frage ich mich gerade, warum versteckt sie sich hinter dem Block? Ich will lesen, ich will lesen. Da kommt schon was zum Lesen. Ich will lesen, ich will lesen. Ja, wenn du die Credits vorlesen willst. Ja, ja. Main Director Takashi Tezuka. Map Director Hideki Kono. Area Director Katsuya Eguchi. Program Director Toshihiko Nagako. Dich bringe ich irgendwann noch. Mario and System Programmer Tushu Iwawaki. Den würde ich umbringen. Object Programmer Katsuaki Ita. Background Programmer. Background Programmer. Der wär's. Das mit den Credits lassen wir jetzt lieber. Scheiße. Aber oh, war schon geil, muss ich zugeben. Ey, was du alles im Hintergrund siehst, ne? Der Background. Der Background in der Burg, oh mein Gott. Sound Composer ist cool. Koji Kondo. Ja, ja, der ist cool. Darf ich noch einmal so eine Sing-Einlage bringen? Ich hab Angst, aber gut.
Dann muss ich erst mal die Melodie gewinnen. Exekutivproduktor Hiroshi Yamauchi, hört sich an wie so eine retardierte Motorradmarke aus Asien. So wie Yoshis Haus, jetzt ist auch endlich mal wieder jemand zu Hause. Suzuki, Kawasaki. Leider Schrott. Honda. Der neben Luigi ein bisschen zu viel gesoffen. Ah, der war flach, aber das gehört sich ab. Thank you. Luigi. Scheiße. Wenn man bedenkt, du hättest da eigentlich stehen sollen. Parabomb, Paragumba, Fischen Lakitu, Lakitu, Wiggler, Bob, Om, Spiny. Ah, die Lakitus. Ja, die Lakitus. Das Fisch ist best davon. Amazing Flying Hammer, Brother. Ich glaub's, ich war amazing. Ey. Ja, das Fisch ist bester Freund. Sumo Brother, Monty Mole, Poke, Bullet. Wie viele Pokés hatten wir eigentlich gesehen? Zu viele. Waren gar nicht mal so viele, oder? Doch. Ach Quatsch. Rex. Hi, Panzai Bill. Ja, Mole. Ich sag nur das allererste Level. Ah nee, da bist du ja nicht verreckt, ne? Nee, nee. Das war in den früheren Aufnahmen. Ja, pssst. Ich hab natürlich nichts gesagt, oder? Er heißt Dino Torch, Dino Fackel, ey, wie behindert. Ich hab nichts gesagt. Spike Top, Busy Beetle. Was? Blarg. Blarg! Hab ich vergessen. Jetzt weißt du, warum ich so gern Blarg sage. Blarg! So gern sagst du das auch wieder nicht. Torpedo Ted. Wo haben wir den denn gesehen? Den weiß ich gar nicht mehr. Gar nicht. Rip Van Fish, das sind die Arschlochfische. Richtig. Im Gegensatz zu mir, ich hab viel Skill und so nicht. Aries, Fishin' Boo. Oh, Fishin' Boo. Fishin' Boo. The Big Boo. Big Boo! The Boo. Dry Bones, die sind trocken. Ah, what? Ah, Blitzbolt. Ah. Und die Beetle. Swamp. 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 Fishbone, Ball and Chain und Grinder. Fishbone ist, wenn ich mich nicht täusche, eine Marke. Richtig. Das heißt, wir machen keine Schleichwerbung oder so? Nein. Reznor, ich hatte viel Spaß mit denen. Ey, die hatten aber eigentlich einen anderen Background, da bin ich jetzt schon enttäuscht. Eigentlich schon, die waren komplett schwarz. Sie waren schwarz. Ah, die waren schwarz. Welcher Koopas? Wenn jetzt noch Bowser kommt, ich schwör's dir. Nee, jetzt kommen alle Mitglieder der Bowser-Familie. Die ist ja greislig. Morton Cooper Jr., ich glaub's auch. Way! The End. Es ist vorbei, meine Damen und Herren. Das war's aber wirklich mit Let's Play Super Mario World. Und unser Fazit, Fisch. Alter, also Fazit? Marshall hat Skill und ich nicht. Tschüss! Ja, mit diesen Worten verabschieden wir uns und sagen dann bis zum nächsten Let's Play. Bis dahin. Bye, bye.